Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Ende der Lesewoche. Und wir haben ein wenig was zu erzählen und jetzt als allererstes, dort oben steht Dauerwerbesendung. Das muss so sein, weil wir hier über Bücher reden, das könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Wir erwähnen auch tatsächlich Rezensionsexemplare, das sind nur E-Books, ne? Das waren nur E-Books, die wir auch behalten dürfen. Wir haben nichts vom Verlag vorgegeben bekommen, was wir zu sagen haben. Alles liegt uns da frei und es geht nur darum, dass wir sie lesen und hier vorstellen. So, das andere ist, unten in der Infobox sind wieder alle Links zu allen erwähnten Büchern, die wir hier haben. Und wenn ihr über diese Links einkauft, bei Amazon irgendetwas auf der Plattform kauft, bekommen wir Prozente. So, gut, dann wollen wir jetzt mal starten damit, wie die Woche war. Als allererstes, sie war kürzer. Wir haben jetzt um einen Tag gecheatet, weil meine Tante hier war und mit uns den Start in die Lesewoche aufgenommen hat. Und da bot sich der Freitag an und nicht der Samstag, an dem wir eigentlich immer abdrehen. Das ist eigentlich so unser Drehtag. Also, ja gut, es macht wenig Sinn, jetzt auch den Dreh von Ende der Lesewoche ein bisschen rauszuschieben. Wir haben dann heute Morgen uns getroffen, weil wir alle drei Zeit hatten und haben, weil sie wollte unbedingt mal wissen, wie ist das so vor der Kamera, ne? Ja, meine große Schwester wollte auch mal zu YouTube, wollte mal ein bisschen Online-Luft schnuppern. Sie ist ja auch bei Instagram und sie betätigt sich ja ein wenig künstlerisch. Und sie hat einfach mal gesagt, Mensch, ich möchte mal gerne wissen, wie ist das eigentlich, so vor der Kamera zu sitzen, ob ich überhaupt reden kann und so weiter. Das Ergebnis seht ihr wahrscheinlich am Montagmorgen ab 8 Uhr, aber wir lassen ihr jetzt halt noch die freie Entscheidung. Das heißt, sie bekommt das Video vorab einmal zu gucken und wenn sie ihr okay gibt, dann geht es auch online. Ja, ansonsten müsst ihr darauf verzichten. Keine Ahnung, vielleicht hat sie da nochmal Lust, es abzudrehen oder an einem anderen Zeitpunkt abzudrehen. Aber ja, sie saß jetzt mit davor. Wir haben das eben abgedreht und jetzt, wir wollten sie eigentlich zum Ende der Lesewoche da haben. Nur dann ist uns aufgefallen, wie viel wir gelesen haben. Wir dachten beide, wir hätten nur zwei Bücher gelesen. Ja, Pustekuchen, es war wesentlich mehr. Und das wäre doof gewesen, weil sie hatte da nur zwei Vampirbücher, die sie in der Woche gelesen hat, um euch auch eigentlich was zeigen zu können. Sie will jetzt das dritte Vampirbuch anfangen, aber dann hätte sie ja nicht viel zu erzählen gehabt. Also haben wir gesagt, okay, weißt du was, da machen wir es so, dass wir jetzt aufnehmen, Ende der Lesewoche alleine und du kommst zum Start mit dazu. Und es ist natürlich seltsam, so völlig neu und frisch vor der Kamera zu sitzen und dann auf einmal frei reden zu müssen. Also hauptsächlich reden auch wir. Ja, sie hatte auch gesagt, ihr redet und ich nicke dann. Und dann habe ich gesagt, so geht das nicht. Also ein bisschen solltest du dann schon reden. Und also, sie hat das meiner Meinung nach für das Debüt, fürs allererste Mal gut gemacht und wenn ich mich ein bisschen schüchtern. Sie ist also auch nicht mit nach vorne gekommen, sie hat sich nach hinten ein bisschen verzogen, aber letztendlich fürs erste Mal hat sie sich gut geschafft. Hat sie das gut gemacht, wenn ich an mein erstes Mal hier bei YouTube denke, beziehungsweise als ich für YouTube aufnehmen wollte. Oh mein Gott, Leute! Da kam mir nicht kein Piep raus. Ich konnte nichts sagen. Ich war so gehemmt, weil ich nichts Falsches machen wollte und die ersten Male war ich wie Nachrichtensprecherin. Oh ja. Ja, es ist kein Vergleich so wie heute. Da ist kein großer Unterschied, ob ich jetzt mit euch rede oder mit irgendjemand anderen. Aber früher, das war, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich keinen Ton rausbekommen habe. Es war wirklich schwierig. Aber ja, also seid nett, seid lieb, hinterlasst vielleicht auch einen Kommentar beim Start der Lesewoche, falls sie das okay gibt, das Video hochzuladen. Ansonsten seht ihr nur uns beide in der Lesewoche. So, ich war beim Zahnarzt. Auch das sei geklärt. Ich hatte euch ja gesagt, ich habe Zahnarzttermin und so weiter. Und ich habe auch tatsächlich gerade Zahnschmerzen. Also es tut immer noch weh. Es ist noch nicht gut. Und
Die Behandlung war nicht so ganz toll und im beidseitigen Einverständnis wechsle ich jetzt den Zahnarzt. Das heißt, nächste Woche heißt es für mich, ich probiere einen neuen Zahnarzt aus, drückt mir also die Daumen, dass ich da mit dem dann besser klarkomme. Zwei Leute haben ihn mir jetzt empfohlen. Unabhängig voneinander. Genau. Unabhängig voneinander. Und er hat auch eine ganz bunte Praxis. Und ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt, ob das dann besser läuft und besser funktioniert. Und ja, das andere ging gar nicht mehr. Aber okay. So, dann wollen wir jetzt darüber reden, was ich gelesen habe oder was wir gelesen haben. Ich habe abends viel gelesen, muss ich sagen. Das war gut. Übrigens, Leute, keine Sorge, ich komme nicht in die Leseflaute und ich brenne auch nicht an den Büchern aus. Es ist für mich ganz normal, Bücher eher mittelprächtig zu finden. Ich lese gerne, ich entspanne mich dabei gut. Viel besser als beim Fernsehen. Das macht mich nur noch wuschelig. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich mit Leuten interagiert habe, die viel online verbringen, also sehr viel online. Und ich habe gesehen, wie klein die Konzentrationsspanne nur noch ist, wenn man nur bei Instagram und Co. rumrennt. Und das ist dann schwierig. Deswegen, ich will nicht irgendwann so eine kleine, klitzekleine Aufnahmespanne haben von 30 Sekunden storymäßig, wisst ihr, dass ich sage, okay, ich entspanne dabei wirklich gut, nur ich habe so die Angewohnheit eigentlich, wenn, sagen wir, von 10 Büchern breche ich normalerweise 5 ab, 6 ab und suche mir die Rosinen eigentlich raus. Das hat sich jetzt geändert, seitdem ich wieder bei YouTube bin, weil da heißt es dann, okay, zieh's nochmal durch, ist es ein Rezensionsexemplar? Und ja, ich sag immer wieder, dass ich das nicht machen will und ich mach's dann wieder trotzdem, weil ich mich einfach schuldig fühle und denke, ah, du musst aber einfach, aber was bringt es mir, was bringt's euch? Jetzt bin ich ja, ich habe noch ein Rezensionsexemplar, mit dem ich mir jetzt auch tatsächlich ein bisschen Zeit lasse, gucke, dass ich in Stimmung dafür bin, um es zu lesen. Aber ansonsten bin ich im Moment rezensionsexemplarfrei. Die Freiheit möchte ich mir jetzt auch erstmal lassen, wirklich nur noch das zu lesen, auf das ich Lust habe. Ich habe diese Woche in 2 Bücher reingelesen, habe gleich nach 20 Seiten oder so, ist wie eine Leseprobe, wisst ihr, habe ich die sofort wieder bei online zurückgegeben. Ich brauche das und ich weiß immer ganz genau, was ich von einem Buch erwarte. Das heißt nicht, dass das Buch schlecht oder gut ist. Ich weiß einfach, bei welchem Schreibstil ich mich am besten entspannen kann. Es muss ein atmosphärischer Schreibstil sein. Der Klang muss sich einfach gut in meinem Kopf anhören. Ich muss mich einfach einfühlen können in dieses Buch. Und ja, das ist ein bisschen das, was bei mir den Lesefrust rausgeholt hat, dass ich hiermit nicht gut zufrieden war und damit nicht zufrieden war. Eigentlich hätte ich diese Bücher gar nicht gelesen, weil ich nach kürzester Zeit, spätestens nach 50 Seiten, gesagt hätte, nee, mit dem Schreibstil kommst du nicht klar, mit dem Protagonisten kommst du nicht klar, das wird nichts. Und damit ich jetzt nicht daran ausbrenne und meine Fröhlichkeit beim Lesen beibehalte, breche ich jetzt wirklich ab. Aber das Lesen an sich liebe ich, nur es sind viele Bücher, die einfach nicht zu mir passen. Und dann lese ich sie nicht. Und vor allen Dingen, es ist ja auch immer so, es kommt ja auch darauf an, wann ein Buch einen erwischt. Also bei mir ist das halt so. Das kann sein, dass ich heute sage, oh nee, habe ich jetzt keine Lust drauf, ich bin gestresst, das ist alles zu viel für mich und so weiter. Oder da, nee, ist jetzt gerade nicht mein Thema, will ich gerade nicht mit konfrontiert werden. Sieht in einer Woche, manchmal auch schon nach 2 oder 3 Tagen, manchmal ganz anders aus. Also das heißt bei mir nichts. Also von daher, ich habe auch Dr. Siri und seine Toten angefangen, fand ich eigentlich super interessant, waren tolle Gedanken auch dabei, aber ich habe gemerkt, im Moment ist es nicht das richtige Buch für mich. Das bedeutet nicht, dass ich Dr. Siri jetzt in die Wüste schicke. Das heißt einfach, ich gehe vielleicht nochmal in 3, 4 Wochen ran oder in 6 Wochen, wann immer dieses Buch sagt, komm, versuch es nochmal, komm her. Aber wie gesagt, die Freiheit, und das war jetzt ja gerade das Tückische, dass wir ja ziemlich viele Rezensionsexemplare hier noch hatten, die alle gelesen werden mussten. Wir nehmen sowas ja auch ernst, aber
dann vielleicht gerade nicht die Zeit, der Zeitpunkt dafür war und so weiter. Im Moment ist es ja auch ein bisschen stressig. Einfach etwas anderes suggeriert haben. Genau. Ihr wisst es, da kommen wir gleich nochmal. Atmosphärische Romane und dann kriege ich so eine humorvolle Frauenkomödie. Und da bin ich heikel. Das ist meistens nicht mein Humor. Ihr wisst es, dieser Sophie Kinseller Humor, leere Kreditkarte, Pumps abgeknickt, diese ganzen Sachen, das ist nicht meins. Das bin ich nicht. Genauso wie Dating ist nicht mein Fall. Ich lese nicht gerne Bücher über Dating. Ich möchte, dass sie sich irgendwo ein, wie nennt sich das, Meet Cute haben, also so ein süßes Zusammentreffen, und dann entwickelt sich daraus eine Liebesgeschichte. Aber alles, was sehr modern, vielleicht sogar noch mit Tinder oder so zu tun hat, bye bye, bin ich nicht dabei. Bye bye, bin ich nicht dabei. Das ist ein guter Spruch. Ja, jedenfalls, ja. Fangen wir jetzt einfach an mit den Büchern. Genau, fangen wir jetzt an. Und das erste hat Ma jetzt gelesen und das war ein wunderbarer Zufall. Das ist noch in der Online. Wir hatten das Rezensionsexemplar für Teil 2 bekommen. Und Ma hat es, glaube ich, 3 Tage oder so hier liegen gehabt, vielleicht auch 4. Und dann kam es bei der Online rein. Wir haben schon vorgestellt. Nee, und ich habe das gleich morgens gesehen. Nein, das wurde jetzt frei, also kam neu bei den Neuzugängen, war das da. Und ich habe gedacht, mein Gott, warum warst du nicht eine Stunde früher bei der Online? Und dann hieß es irgendwann, okay, im November kann man es lesen. Und dann wollte mal gerade an dieses Buch rangehen. Da macht es Pling und es heißt, das Buch ist in der Online für sich verfügbar. Ist das nicht mal geil gewesen? Ja. Und es geht um die Tote mit den Diamant-Collier. Genau, ich blende es euch an. Von Yves Lambert. So, und ich habe das Buch, also ihr seht es jetzt ja hier, ich bin ja dieser Typ, ich brauche das Buch in der Hand nach Möglichkeit. Jedenfalls, ihr seht es ja. Ihr seht, ich weiß nicht, was für Gedanken euch durch den Kopf gehen, wenn ihr jetzt dieses Cover seht. So, ich erzähle euch jetzt, worum es geht. Es fängt an mit einer Nachricht, glaube ich, einem Brief von der Titanic und stürzt sich dann in das Geschehen 1920. So, es geht halt um Kit Christopher, der Duke von Surrey ist er, glaube ich, und er ist jetzt in Monaco und er ist zu einer Party eingeladen auf einer Yacht. So, und die Dame, die Yacht gehört. So, jetzt haben wir es aber. Mein Gott, nochmal schwere Geburt. So. Ja, stimmt, die Yacht gehört, das würde nicht gehen. Ja, das ist hässlich. Also, und die hat ein ganz tolles Collier um. Das hat einmal Desiree Bernadotte gehört. Ja, ihr wisst, Oh, die Desiree. Die Desiree, die mal mit Napoleon verlobt war. Und deren Buch oder das fiktive Tagebuch von Desiree, was ich euch ja auch schon oft empfohlen habe, um die es da halt geht. Und von der das Collier hat sie halt. Ich werde euch den Roman Desiree von Annemarie Selinko ja. Werde ich euch unten auch verlinken. Sehr schön, sehr, sehr gut im Service. So, er hat seine Verlobte dabei, er möchte bald heiraten. Ja, nur er ist halt ein Mann mit einer Vorgeschichte. Seine Frau, er war frisch verheiratet, ist damals mit der Titanic untergegangen, mit ihr der Vater und der Großvater. Und die waren sehr, sehr reich. Er hatte zu der Zeit kein Geld, er hat halt reich geheiratet. Und nebenbei hatte er noch was laufen. Und die war halt Leidenschaft und die andere war halt seine Bank, obwohl er die Frau auch sehr gerne gemocht hat. Diese Frau hat sich also geweigert, damals von der Titanic Welche, zu gehen. Die Geliebte oder die andere? Nee, die Geliebte war sicher. Aber also, seine Frau halt, die war ja erst 18 und sie hat sich halt geweigert, die Titanic zu verlassen. Sie wollte untergehen, damit er frei für die andere wäre. So, er hat dann irgendwann noch einen Brief bekommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht alles so verwirrt für euch. Es ist ein bisschen verschwurbelt. Ja. Er bekommt dann jedenfalls noch einen Brief, dass man weiß, dass er sie betrogen hat und dass er halt mit Rache rechnen darf, die Damen vom Rettungsboot X, irgendwie sowas. Aber das liegt ja jetzt zurück. Er ist jetzt bei der Party. Er steht kurz davor. Es ist 8 Jahre her mit der Titanic. Er ist kurz davor. Es ist noch nicht gerecht worden von den Damen von Bodix. Na,
Auf alle Fälle weiß er, ist er halt mit seiner Verlobten da. So, es ist ein illustrer kleiner Kreis auf dieser Yacht halt versammelt. Und irgendwann ist die Dame der Yacht tot. Erwürgt. So, zufälligerweise, die liegt vor Monaco, ist bei dem Fürsten von Monaco eine Ermittlerin zu Besuch. Und das ist die schöne Jackie Dupont. Und Jackie Dupont fängt dann halt auch zu ermitteln und Kit bekommt ein wenig das Grausen. Denn diese Frau sieht verflucht ja so aus wie seine untergegangene Frau. Tja, und da wird ihm dann schon ein bisschen anders. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so klar strukturiert bei euch angekommen ist. Sonst kann ich euch nur den Klappentext empfehlen. Ich muss sagen, dass ich genervt war. Ja, zum einen. Der Krimi an sich ist wirklich toll. Der hat sich gut gelesen. Das andere ist, dass mir selten eine Ermittlerin so dermaßen auf die Nerven gegangen ist wie Jackie Dupont. Sie kann alles, sie weiß alles, sie ist pampig, sie ohrfeigt jemanden, soll sich zusammennehmen, zack, zack, gibt's was hinter die Ohren. Sie hat alles, sie kann tauchen, obwohl damals die von der Polizei noch nicht mal wussten, was für ein Tauchanzug. Das war wohl ziemlich neu, 1920, sie konnte das natürlich. Sie kann eine Yacht steuern, sie kann Judo, sie kann alles. Ich weiß nicht, was sie nicht kann. Also zig Fremdsprachen. Ja, sie kann Deutsch, sie kann Französisch, sie kann Englisch natürlich, sie ist in allem bewandert, sie kennt sich mit Gemälden aus, sie hat wohl ein absolutes Gedächtnis dafür, für alles, was in der Kunstszene schon mal gestohlen wurde. Sie ist also Übermensch. Unglaublich. Dazu hat sie noch einen kleinen weißen Hund, der ist fast genauso fantastisch. Der kann also Diamanten erschnüffeln. Er kann sich wohl die Gerüche von Leuten merken, auch über einen längeren Zeitraum. Natürlich super prima, wenn das an einem Tatort war, wo eben nur der Täter und die Leiche zu finden waren. Aber ich weiß nicht, sie war mir kreuzunsympathisch. Sie ist pampig, sie behandelt die Polizisten und ihr müsst es euch ja mal so vorstellen. Normalerweise ist es, wenn die Ermittlerin da ist, sind die ja der Polizei im Grunde genommen noch untergestellt. Aber sie verknechtet schon mal gleich die ganze Polizei. Sie ist halt eine Dame von Welt und sie kann alles. Naja, wenn sie sich so benehmen würde. Aber dann auch so schon dummdreiste Bemerkungen, wie sie kommt auf die Yacht. Oh, ich musste mir Szenen anhören, ja, weil Ma sich so aufgeregt hat über die. Und dann sagt sie zu dem Inspektor, ach, gucken Sie mal die Möbel an, ich sollte dem Witwer ein Angebot machen, das ist schon mal toll. Sie gehen hoch, sie sieht von der Leiche eigentlich nur die Seidenstrümpfe und die Schuhe. Oh, die Schuhe sind von Ferragamo oder so. Ja, aber meine Füße sind leider dafür zu klein. Und da habe ich nur gedacht, ja, wolltest du dir jetzt vielleicht die Schuhe ausziehen und sie selber anziehen? Oder gucken wir jetzt überhaupt mal, was wir noch gebrauchen können von der Frau? Dann die Leiche. Das nennt man dann doch, glaube ich, Leichenfledderei. Ne? Ja, und die Leiche ist passend zu der Einrichtung gekleidet, also wie inszeniert. Und ich weiß nicht, ich fand das einfach äußerst unsympathisch. Dazu umgibt sie dann noch ein Geheimnis. Ich lese jetzt den zweiten Teil und zwar nur aus einem Grund. Ich will jetzt wissen, ob das Geheimnis wirklich das ist, was da irgendwo ja schon im Raum steht. Wenn das so sein sollte, sage ich, es ist völlig unglaubwürdig. Also auf alle Fälle, diese Frau und ich, das wird nichts. Also der Krimi war toll geschrieben, aber nein. Und sie kennt alle. Ja, ob es den Chaplin ist oder Churchill und sie kennt alle und es sind alle. Hast du dich nicht bei Frida Kahlo noch gewundert, dass sie sich ja alle irgendwie untereinander gekannt haben tatsächlich? Ja, aber das war ja die Kunstszene in erster Linie. Und ja gut, also wie schon gesagt, sie ist zu schön, zu gut. Zu schön, um wahr zu sein. Ja, dieser Charakter hätte besser in einen Chiclet-Roman gepasst. Also nicht in einen Roman. Man hat gesagt, warum so ein Cover? Warum? Es sieht atmosphärisch aus. Ja. Es sieht aus, als wenn das so geschrieben wäre. Wäre da jetzt irgend so ein Flapper-Girl, das ein Cocktailglas auskippt. Und den anderen hier irgendwie noch am Finger noch ein Pumps hat oder so und irgendwo ein Colt noch hier im Dekolleté stecken hat oder im Strumpfband oder so, hätte ich gesagt, passt. Aber warum hast du? Ich war doch vorbereitet, Seelona. Ja. Warum hast du das so in erster Linie gegriffen?
Also das waren verfehlte Erwartungen, sagen wir mal so. Ja, und ich muss wirklich sagen, der Krimi an sich war wirklich gut, hat mir sehr gut gefallen, aber diese Ermittlerin, ich war immer froh, wenn sie nicht auftauchte. Und sie taucht leider ziemlich häufig auf. So, und jetzt will ich einfach wissen, wie es da weitergeht, weil dann kann ich entweder sagen, oh Gott, geht völlig, gar nicht, völlig blöde, oder ich sage, naja. War nicht meins. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das wirklich schlecht ist, das Buch. Ich bin erstens mit falschen Erwartungen rangegangen, wenn ihr das Cover seht und ihr habt eine kettenrauchende Ermittlerin, die also nichts anderes tut, als sich eine Zigarette nach der anderen anzustecken, die auch, glaube ich, nicht reinspuckt, wenn es um Alkohol geht. Ich weiß es nicht. Also dann, sie braucht ein Auto, sie ruft bei Bugatti, also wir reden mit dem, der die Bugatti-Autos hergestellt hat, ruft sie da an, ich brauche ein Auto. So, und der stellt ihr gleich mal einen Rennwagen dahin. Sie scheucht den Fürsten, sie scheucht alle. Und ich weiß nicht, tut mir leid. Du magst sie nicht. Ich mag sie nicht und ich hoffe, der zweite Teil ist besser. Vielleicht hat sie jetzt ja auch mal eine kleine Schwäche oder so. Aber ich weiß wirklich nicht, was entweder in den Verlag gefahren ist, da so ein Cover drauf zu setzen oder in die Autorin so eine Ermittlerin zu entwickeln. Ja. Also keine Ahnung, irgendwie passt das alles nicht so ganz. So, gut, dann kommen wir jetzt zu einem erfreulicheren Thema, weil etwas, das mir sehr gut gefallen hat, war Kloster, Mord und deutsche Vita von, ich weiß nicht, ganz toll. So, und ich habe Teil 1 und Teil 2 mittlerweile gehört. Bei Spotify sind die online und ich bin jetzt schon bei Teil 3 am Hören. Also, ja, ich bin dabei und ich mag die Reihe total gerne. Ich finde sie spannender als Bunbury, ich finde sie aber auch ein bisschen härter als Bunbury. Und ich muss sagen, es hat weniger diese Gemütlichkeit. Es ist weniger dieses, man lebt sich ein. Dafür mag ich Matteo total gerne. Auch wenn Matteo natürlich nicht gegen Oscar aus Bunbury ankommt. Also, naja, egal. Es ist einfach, ich mag es. So, und einfach jetzt mal für sich stehen, mag ich es wahrscheinlich sogar noch lieber als Bunbury, weil ich die Fälle interessanter finde. Auch wenn ich diesen Charme, der ist halt nicht da. Es ist halt nicht so, dass es ist... Oscar fehlt. Nein, überhaupt auch Liz und Marge und so weiter. Das hatte so ein Gemütlichkeitsding. Hier ist es auch ein bisschen schwierig. Ich will weiterhören. Das ist ein Problem bei Hörbüchern, weil man hier unbedingt weiterhören will und weiterhören will. Übrigens, andere Sache. Da habe ich euch ganz vergessen zu erzählen. Wir geben wieder Sterne. Hat einen Grund, ihr... Kommt damit besser klar? Ich muss sagen, ich komme damit auch besser klar. Ich habe eine bessere Übersicht. Und ja, deswegen, es regnet wieder Sterne bei uns. Zumindest regnet es die bei Goodreads, weil wir einfach so eine bessere Übersicht haben. Und ja. Also gut, dann sage ich euch das jetzt nochmal. Also die Ermittlerin würde von mir einen Stern bekommen und der Krimi an sich wäre bei 4. So. Machen wir jetzt 2 oder 3 draus. Das weiß ich noch nicht. Ich werde da noch mal ganz tief in mich gehen. Ja, jedenfalls Klostermord und deutsche Vita kann ich euch empfehlen. Ich finde es wirklich gut. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt bei Teil 3. Ich habe da aber noch nicht die Leiche, aber ich habe schon Leute im Visier, die vielleicht irgendjemanden gleich noch umbringen werden. Und ich glaube, ich weiß, was die Nackenrolle ist. Nee, das Seitenschläferkissen. Die Nackenrolle. Das Seitenschläferkissen in dem einen Zimmer. Ja. Ich bin da mit dabei. Wenn Schwester Isabella ermittelt, hat sie Schwester Sina dabei. Bitte nicht eine Leiche im Seitenschläferkissen. Ich gehe heute Abend ins Bett und da erwartet mich mein Seitenschläferkissen. Da werde ich nichts anderes drin finden. Nein, ich glaube... Ach, ich werde es euch nicht verraten, was ich glaube, was ich denke. Ja. Ja, aber Teil 1 handelt halt von einer Nonne, die vom Kirchenturm runter damelt oder beziehungsweise saust, dann unten stirbt und noch eine 6 in den Staub malt. Das ist dann der erste Fall für Schwester Isabella. Und der zweite Fall handelt von einem... Gott, jemand, der durch die Gegend zieht. Ein Landstreicher. Ein Obdachloser?
Ein Landstreicher ist ein schöneres Wort. Ja. Ein Landstreicher, der halt tot in einem Wohnwagen aufgefunden wird. Und ja, warum sollte irgendjemand ihn umgebracht haben? Und sein Hund ist auch weg. Ja, und dann beginnen sie wieder zu ermitteln. Ja, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, jetzt bin ich bei Teil 3 und habe noch keine Leiche. Mal gucken, wann die kommt. Ich bin jetzt auch auf dem Cozy Crime Trip. Ja, ja, jetzt wird konkurriert um die Bücher. Ne? Wer kriegt's? Wer kriegt den neuen Cozy Crime Dance House fliegt? So, ist sie selber schuld. Sie hat mir über Jahre gesagt, ich soll Cozy Crime probieren. Jetzt bin ich am Haken. Pech gehabt für sie, ne? Pech gehabt. So, dann das Geheimnis von Doa House. Und das hat Mar gelesen. Das ist ein Winterkrimi und ein Rezensionsexemplar. So ist es, ja. Ja, nee, das ist das erste Rezensionsexemplar, fällt mir da gerade auf. Okay, gut. Es geht halt um eine Fliegerlegende. Fergus, er hat das Doa House gemietet. Und zwar von der Tante und dem Onkel von Nigel. Und Nigel ist halt ein Detektiv, sein anderer Onkel ist irgendwie der stellvertretende Polizeipräsident. Und der sagt, pass auf, Fergus hat hier Drohbriefe bekommen. Es wäre gut, wenn du dich da einfindest und ein bisschen auf ihn aufpasst. Und vielleicht kriegst du ja raus, wer ihm da, ob die ernst gemeint sind oder ob ihm wirklich jemand ans Leben will. Denn in den Drohbriefen wurde ihm jetzt halt prophezeit, dass er am zweiten Weihnachtstag halt sterben wird. Er könnte noch sein Weihnachtsessen genießen, aber dann ist Rache angesagt. Ja, und wie das Ganze dann natürlich weitergeht, werde ich euch jetzt nicht verraten. Es ist nicht wirklich ein Weihnachtskrimi. Es spielt zwar Weihnachten und im Winter, es liegt hoch Schnee, aber ihr bekommt eigentlich nicht so super viel von der Atmosphäre mit. Es ist auch nicht so ein Weihnachtsfest wie mit Weihnachtsbaum und dicken Kugeln und Lichterglanz. Nein, es ist dann halt mehr ein Essen und dann ist Weihnachten auch gegessen. Gegessen oder vergessen, schön diese Wortspiele. Ja, und dann geht es halt darum, den Fall zu lösen. Tja, und mehr verrate ich euch da nicht. Ich habe das Buch wirklich gerne gelesen. Was ich ein bisschen ungewöhnlich fand. Oder was man nicht an Krimis mag. Oder was ich eben, es wurde mir dann irgendwann zu langweilig. Ganz zum Schluss ist halt dieser Nigel mit den zwei Inspektoren, arbeiten diesen Fall halt nochmal auf, wie sie auf das und dies und jenes gekommen sind. Und vielleicht gab es da doch noch ein paar Ungereimtheiten oder vielleicht war man ja irgendwo auf der falschen Fährte. Das wird dann nochmal aufgearbeitet, ziemlich lang. So habe ich es jedenfalls empfunden. Aber ansonsten, es ist ein psychologischer Krimi, den ich euch empfehlen kann. Ja. Ja, bist du dann durch mit dem Buch? Ja. So, okay, dann wollen wir mal weitermachen. Also Sterne möchtest du von mir? Es wird auch 4 Sterne von mir bekommen. Ja. Ich will gar keine Sterne von dir. Ich habe jetzt auch keine Sterne gegeben. Du hast gesagt, eben gerade groß verkündet, wir geben wieder Sterne. Also, okay, gut, dann sage ich, dass Klostermord und Virtual Vita haben beide Bände haben 5 Sterne von mir bekommen. So, jetzt kommen wir zu einem, das tatsächlich 2 Sterne von mir bekommen hat, weil es überhaupt nichts für mich war und ich es nicht mochte. Und ich finde es auch nicht gut vom Verlag, so ein Cover drauf zu drucken. Früher konnte ich das wirklich genau unterscheiden zwischen Frauenroman mit Cocktail oder was heißt mit Cocktail, aber ihr wisst, es ist ein witziger Frauenroman und ernsterer Frauenroman beziehungsweise atmosphärischer Frauenroman mit ruhigeren Charakteren und so weiter und weniger auf Humor aufgebaut, meine Sache. Da ist das Cover nicht unbedingt das. Ich habe einen atmosphärischen Roman erwartet. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt sehr atmosphärisch, ein langsamer Roman, ein erwachsener Roman. War es nicht. Es war halt wirklich sehr jung für mich und also zu jung für mich und es war sehr lustig. Nicht mein Humor. Und die Charaktere mochte ich auch nicht. Also hat es einfach für mich nicht gepasst. Danke übrigens für den Kommentar. Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Es soll wirklich Band 5 einer Reihe sein, wo bei der sonst nur Band 3 übersetzt wurde. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht nachgeguckt, aber das ich vertraue jetzt auch einfach mal dem Kommentar. Das ist interessante Politik, ne? Band 3, also Band 1 und 2 nicht, Band 3 ja, Band 4 nicht und Band 5, weil es Weihnachten ist, den nehmen wir dann auch nochmal.
Also es geht halt um ein Schloss in Cornwall an der Küste. Das habe ich mir toll vorgestellt. Es geht um Ivy, die da hinkommt und soll das Ganze jetzt Instagram-tauglich machen. Und ja, ich dachte, das wäre... Aber es waren überzogene Charaktere. Dann dieser Peinlichkeitenhumor. Die Kiddies gingen mir wirklich wieder fürchterlich auf den Geist. Ja, Kinder in Büchern. Humorvollen Frauenbüchern gehen mir in der Regel immer fürchterlich auf den Geist, sonst mag ich Kinder. Es ist einfach nicht meins gewesen. Vorne und hinten nicht mein Buch. Nicht vom Schreibstil, nicht von den Personen, nicht vom Humor. Was soll ich da sagen? Es war für mich einfach ein absoluter Fehlgriff. Und hätte ich es mir gekauft, es war ein Rezensionsexemplar, ich hätte mich so geärgert und hätte das Buch gleich wieder reingesetzt. Also einfach, weil ich vom Klappentext, von der Aufmachung mit völlig falschen Erwartungen rangegangen bin. Deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt Fan-Leseprobe. Zumindest reinlesen. Die ersten drei Seiten sagt einem meistens schon sehr viel. Aber da bei dieser Plattform mit den E-Books gibt es nicht sowas wie Leseprobe. Und ich habe mich verführen lassen von dem schönen Weihnachtssetting, von der Aufmachung, von diesen ganzen Sachen. Naja, es war nicht meins. Was soll ich euch noch dazu sagen? Es war nicht meins. Hast du keine E-Books mehr, nur noch ich. Das heißt, du gehst jetzt auf deine Prinz. Okay, so, und nochmal Mecker, Mecker, Mecker. Katie McAllister, Vampir im Schottenrock. Ihr wisst, dass ich die Reihe um die Dark Ones wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber ich muss sagen, hätte ich mit diesem Band angefangen, wäre ich nicht weitergekommen. Ich mochte das Buch wirklich diesmal nicht besonders gerne. Es ist halt... Ja, ich sage euch erstmal, worum es geht. Es geht um Payne. Er bekommt Besuch von einem Dämon, der ihm halt verklickert, dass er innerhalb von ein paar Tagen eine Statue ranschaffen muss, weil sein Vater damals mit einem Dämon halt einen Vertrag oder wie ihr es nennen wollt, abgeschlossen hatte. Dafür hatte der ihm halt geholfen, seine Gefährtin zu finden. Und genau um diese Gefährtin geht es. Wenn diese Statue jetzt innerhalb von ein paar Tagen halt nicht auftaucht, wird seine Mutter ihre Seele verlieren. So, das ist ja schon eine Ansage. Ja, das ist schon ziemlich gefährlich. So, und er wendet sich dann halt an eine ganz neue Detektei. Und zwar sind das Claire. Und die Schwester heißt Samantha, die Cousine heißt Samantha, die haben zusammen eine Detektei und die können super Dinge aufspüren. Das liegt daran, dass Sam, ich weiß jetzt nicht mehr, frag mich jetzt bitte nicht, sie ist jedenfalls ein Halbling zwischen Elfe oder, also Mensch, Elfe oder Fee und die andere ist eben Fee oder Elfe ganz. So, und die müssen halt jetzt diese Figur anschaffen, so. Was mich wirklich genervt hat, es fängt gleich mit einer Szene an, wo irgendeine Frau Payne verführen möchte zum Vampir gemacht werden und im Grunde genommen geht es unglaublich viel um Sex und da frage ich mich, muss das sein? Bei Szenen, wo niemand an Sex denken würde. Also ich weiß, Männer sollen ja angeblich, ich weiß nicht, wie viele Sekunden immer wieder daran denken, aber das glaube ich auch nicht so ganz. Aber das geht einfach nicht. Und vor allen Dingen, sie ist auch noch so, dass sie, wenn es dazu kommt, auf Astralreise geht. Auch sehr interessant, aber wie gesagt, es hat mich nachher echt genervt. Sie sind in einer Unterhaltung, es geht darum, für seine Mutter die Seele halt zu retten und spitz wie Nachbars Lumpi. Und da muss ich wirklich sagen, es nervt mich. Es nervt mich wirklich. Und ich hoffe, dass das im nächsten Band wieder ein bisschen anders ist. Ich finde es sowieso schon zu viel. Aber das hat es jetzt nochmal getoppt. Und ich fand die ganze Handlung ein bisschen wirr und kreuz und quer. Und ganz ehrlich, es war so offensichtlich, wo das Ding ist. Es tut mir leid. Ihr wisst, ich mag diese Bücher vor allen Dingen aus einem Grund, weil ich mich da eigentlich ziemlich sicher fühle. Da passiert eben nichts Schlimmes wie Demenz, Krebs oder irgendwelche Tiere, die umkommen. Man ist safe. Aber das war mir jetzt nicht safe genug.
So, okay, und dann kommen wir zu dem nächsten Rezi-Exemplar, das ich sehr gut fand. Also es hat 5 Sterne von mir bekommen. Das ist das wunderbare Weihnachtshotel. Und das wunderbare Weihnachtshotel ist ein wirklich ein schöner Weihnachtsroman. Er ist atmosphärisch, er hat alles drin, was Weihnachten letztlich ausmacht. Schneeballschlacht, Rodeln, Weihnachtsbaum aufstellen, es hat drin... Weihnachtserinnerungen schaffen. Ihr habt das volle Weihnachtsprogramm. Es ist wirklich mit Weihnachtswünschen. Es ist alles drin. Und es geht halt um Hayley. Hayley möchte oder Hayley will unbedingt die nächste Beförderung haben und sie soll oder sie will unbedingt eine Präsentation haben. Sie ist halt in der Werbung und sie möchte unbedingt für so einen Spielzeugkonzern, möchte sie wenigstens ihre Ideen vorstellen, die sie bis jetzt noch nicht hat. Aber ihr Chef hat gesagt, noch einen Großkunde und du bist Partner. Und sie will diese Partnerschaft, weil sie das Geld schon fest eingeplant hat, weil ihre Eltern eine viktorianische Villa haben, das Geldgrab. Und sie will ihren Eltern das Geld geben, damit die ihren Traum behalten können, diese viktorianische Villa irgendwann halt. Ich glaube, zu einem Bed and Breakfast oder so zu machen. Aber auf jeden Fall, um das Haus zu behalten. So, und nur sie ist nicht in Weihnachtsstimmung. Sie kommt einfach nicht dazu. Sie hat keinen Hang zu Weihnachten. Weihnachten fliegt sie sonst eigentlich mit ihren Eltern immer in die Karibik. Sie kann Kunden aufsuchen. Ihre Eltern sind mit ihr zusammen. Und alles ist wunderbar. So, jetzt hatte sie aber auch noch den Auftrag von ihrem Boss bekommen, das Büro weihnachtlich halt schmücken zu lassen. Das sollte sie schon im November getan haben. Jetzt ist 2 Wochen vor Weihnachten. Jetzt wird gerade der klapprige Weihnachtsbaum aufgestellt. Und ihr Chef ist nicht begeistert und sagt dann zu ihr, okay, weißt du was, du bekommst deine Chance auf die Präsentation, wenn du die so dringend haben willst, aber Mädel, das kriegst du nicht einfach so, du musst vorher eine Woche ins Weihnachtscamp. Da war ich vor ein paar Jahren mit meiner Familie, das hat mir unheimlich gut getan, mach das auch. Und ja, sie fährt dann da auch hin, klar, weil sie unbedingt diese Präsentation machen will und will eigentlich im Weihnachtscamp alles einfach nur so abhaken und weg und und im Weihnachtscamp, also im Christmas Camp angekommen, muss sie feststellen, dass sie die nicht einfach so abhaken kann, die ganzen Sachen, weil sie muss sie mit den anderen zusammen machen. Zudem muss sie ein Handy und Laptop abends ab oder muss sie tagsüber abgeben, kriegt sie erst abends wieder zurück. Das heißt, mit Arbeiten ist da nicht viel und sie ist unter Zeitdruck. So, der Besitzer ist ein ganz, ganz toller Mann, der halt noch immer um seine Frau trauert, der zusammen mit seinem Hund dort lebt, der sehr sich sehr ins Rampenlicht immer spielt, also der schon weiß, wie er die Aufmerksamkeit bekommen kann. Und ja, sein Sohn kommt da immerhin, sein Sohn opfert jede freie Minute für seinen Vater, seitdem die Mutter tot ist. Und ja... Ihr könnt es euch denken. Es gibt Liebe, Lametta und alles, was dazu gehört. Es ist wirklich ein richtiger Weihnachtsroman. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem schönen Weihnachtsroman, kann ich euch den durchaus empfehlen. Nur für mich sind jetzt auch tatsächlich Weihnachtsroman Ende angesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch ein Rezensionsexemplar bekomme. Ich glaube, das spielt Weihnachten. Ihr wisst, ich wollte eigentlich so richtig durch Weihnachtsbücher durchwarten. Aber im Moment steht mir gar nicht der Sinn nach Weihnachten. Weihnachten deprimiert mich eher, das Thema gerade, als dass es mich fröhlich macht. Also, und da ich Fröhlichkeit suche in Büchern, ist das gerade nicht mein Thema. Und ich werde mich jetzt ein bisschen fernhalten von Weihnachtsbüchern und werde zu anderen Büchern greifen. Ja, Weihnachten ist jetzt erstmal hinten angestellt. Mein Gott, wir haben auch erst Oktober. Ich habe noch 2 Monate Zeit, Weihnachten zu mögen. Yay! Also, wir werden das sehen. Das sollte zu schaffen sein, oder? Wir werden sehen, Leute. Aber für mich die Lesewoche echt nicht schlecht. Ich meine mal, ich hatte nur eine... faule Nuss dabei. Also nur ein Buch, das mir nicht gefallen hat. Alles andere hat 4 oder 5 Sterne gekriegt. Ich bin zufrieden. Was will man mehr? So, und jetzt zeige ich euch mal ein 5-Sterne-Buch. Das sie mir abgenommen hat, weil sie unzufrieden war. Vor ihrem Sub stand und sagte, oh, ich weiß nicht, was ich lesen soll. Irgendwie habe ich auf nichts Lust. Und ihr werdet sehen, was Dietsch für schöne Bücher letzten Monat gekriegt hat. Aber da war jetzt nichts dabei, was ihr Herz zum Singen und Klingen gebracht hätte. Und dann kam Sina und hat gesagt, komm, nimm es, lies es nochmal. Und ich muss sagen, ich konnte mich ja eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, nur dass es da halt so eine Klatschzeitung gibt. Und niemand weiß, wer die schreibt. Und ja, sie hat es mir abgenommen. Für alle, die anderen Videos gesehen hatte, ja, ich hatte schon damit angefangen. Ja, ich war so deprimiert, dass ich gesagt habe, okay, ich
lese es dann. Ich habe ihr andere Regency-Romane hingehalten und sie hat gesagt, ach nee. Nein, da bin ich jetzt lieber auf Nummer sicher gegangen. Ja. Nein, das lasse ich dir. Ach, wenn du jetzt nicht den Duke lesen würdest. Ein paar Minuten später. Ach, schade, dass wir nichts Neues noch von Julia Quinn haben. Dann habe ich gesagt, willst du das haben? Würdest du es mir geben? Ach nein, lass. Sie zieht sich dann, ja. Ne? Muss ja so sein, ne? Das ist dann so ein Tanz von wegen, lies es. Nein, doch, du willst es. Nein, du sollst. Ich kann dir doch nicht immer alles wegnehmen. Nein, du hattest deinen Spaß daran. Du lies es. Nein, komm, du wirst viel mehr Freude daran haben. So, und nachdem wir diesen Tanz beendet haben, hat Mars ruckzuck durchgezogen. Und hat sich bestens amüsiert. Ja, ich habe wirklich meinen Spaß gehabt. Und es geht halt, wie heißt die nochmal? Daphne. Daphne Bridgerton. Sie ist die älteste von 8 Kindern. Also einen Bruder hat sie, Anthony, der ist noch älter wie sie. Nee, kann ja gar nicht sein. Die werden nämlich nach dem ABC, werden die einfach mal so durchbenannt. Also sie ist dann die an 4. Position. So, es gibt 4 Brüder, es gibt 4 Schwestern und sie soll heiraten. Sie ist jetzt Skandal schon in der 2. Season und hat immer noch keinen Ehemann an der Angel. Sie hat aber einen tollen Bruder, Anthony, der sie halt auch nicht zwingt, irgendeinen Antrag anzunehmen. Ihre Mutter ist jetzt schon so ein bisschen darauf bedacht. Man denkt so ein bisschen hier an Stolz und Vorurteil. Sie will sie jetzt auch unter die Haube kriegen. Aber sie sind alle sehr, sehr sympathisch. Und ja, sie hat noch keinen gefunden. Alle sehen in ihr nur den Kumpeltypen. Keiner entflammt in romantischer Liebe zu ihr. Das ändert sich dann, als der Duke, also Simon Bennett, Duke of Hastings. Ich finde, das spricht sich geil, der Duke of Hastings. Ja, er kommt aus dem Ausland und der Duke of Hastings hasst nichts mehr als den Titel Duke of Hastings, weil er einen absoluten Horror gegen seinen Vater hat und der ist jetzt verstorben. Das war für ihn jetzt der Grund, wieder aus dem Ausland zurückzukommen. Kann den Alten jetzt ja nicht mehr treffen. Und er hat sich geschworen, er wird niemals heiraten, er wird niemals Kinder haben. Tja, und dann trifft er auf Daphne. Damit der Name ausstirbt? Genau. Damit der Name ausstirbt. So, und er trifft auf Daphne in dem Moment, wo sie einem lästigen Verehrer einen Kinnhaken haut. Und das beeindruckt ihn dann schon. Außerdem ist hier die Schwester von einem seiner besten Freunde. Und ich muss sagen, es hat mich köstlich amüsiert. Ich mochte Daphne total gerne. Eine tatkräftige junge Frau, wie ihr ja merkt. Und ja, es war wirklich richtig, richtig toll, das wieder zu lesen. Ich weiß, warum ich die Reihe der Bridgertons damals geliebt habe. Und ich habe mich ja in irgendeiner Hauruck-Aktion von ganz vielen Büchern getrennt. Aber da hatte ich einen hellen Moment, da habe ich gesagt, nein, die bleiben, die gebe ich nicht weg. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, mir die Reihe nochmal nach und nach jetzt nochmal zu Gemüte zu ziehen. Ja, ich glaube, die letzten Bände kriegst du nur noch ganz schwer. Vor allen Dingen nach der Schlampe hier mit. Und darum war ich ja auch, glaube ich, das passte mir gerade alles nicht. Also irgendwie war ich lesetechnisch gar nicht glücklich und hiermit war ich glücklich. Das war ein Tag und es war... Ja, da sieht man es wieder und das ist es ja auch. Wir reden immer wieder über Leseflauten und ach, ja, mir gefällt kein Buch und so weiter. Aber nur das falsche Buch. Genau. Das ist es. Man muss viele Bücher küssen, damit ein Prinzenbuch dabei herausspringt, so nach dem Motto. Aber, und genau nach diesem Motto gehe ich jetzt also auch. Ich küsse ganz viele Bücher, lese rein und ab und an findet man dann etwas, was man wirklich gerne lesen will zu dem Zeitpunkt. Und es, ich sag's euch jetzt einfach, bei George Taylor und auch bei Jane Austen habt ihr ja keinen Sex. Man weiß nicht, wie die Kinder im viktorianischen Zeitalter entstanden sind. Hier habt ihr immer auch, wir kommen gleich noch zu Barbara Cartland, auch die Königin des Regency. Hier steht zwar nur historischer Liebesroman, aber Regency hauptsächlich, wenn nicht gar nur. Da kommt Sex drin vor, aber das ist so schwülstig geschrieben auf der letzten Seite. Nee, nur auf der letzten Seite kriegt ihr dann so richtig schwülstig. Da hören sie dann auch wirklich die Engel singen. Nicht explizit beschrieben, es wird nur gesagt, welch ein Wohlgenuss das Ganze ist, wenn diese zwei Leute dann im Bett aufeinandertreffen. Und dann sind sie entlassen in die
selige Freiheit des Happy-Ends. Also hier konnte man ja sehr schnell kompromittiert werden, wie es damals so schön hieß. Also und hier ist nur immer nach der Eheschließung. Ja, hier auch. Also hier zumindest. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Büchern ist, aber auf alle Fälle werden die beiden halt erwischt, dass sie alleine im Park sind und er hat ihr Kleidchen wohl ein wenig gelockert. Aber gut, ich will euch ja auch nicht zu viel davon verraten. Es hat mir jedenfalls sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, ihr habt das über jedem Kapitel dann auch nochmal so diesen Klatsch und Tratsch, der halt in dieser komischen Zeitung steht. Also da, wo ich, bis wohin ich gelesen habe, war das nicht. Ach ja. Ja. Also, ja gut, aber ja. Ich bin ja auch nicht so weit gekommen. So, und ich muss sagen, also dicke, also was heißt dicke Empfehlung, ihr wisst es ja, das ist jetzt ja auch mit diesem Dupont-Krimi so, wenn ihr eine starke Heldin, die einem Chick-Lit-Roman entsprungen sein könnte, gerne lest, dann seid ihr da genau richtig. Wenn ihr einen guten Krimi lesen möchtet, seid ihr da auch richtig, aber ihr dürft halt die Ermittlerin nicht zu ernst nehmen. Das hier wird, glaube ich, angepriesen als Jane Austen meets Gossip Girl. Ja, es hat ja dieses, wenn ihr Gossip Girl gesehen habt, habt ihr ja jemanden, der auch immer aus der Szene halt berichtet. Und da ist das auch genau so. Und das war auch sehr hübsch eingefädelt. Und zwar hat irgendjemand eine, wie heißt sie, Whisperton, ne? Ich glaube Whisperton, eine Lady Whisperton, hat halt Zeitungen verteilen lassen, schön, klatschig, also alles sowas, wo alles über die oberen 10.000 drinstehen, und das hat sie ein paar Wochen gemacht, dann waren die Leute abhängig und dann hat sie 5 Pence pro Zeitung halt verlangt und sie sind alle abhängig, sie wollen den Klatsch und Tratsch natürlich lesen. Natürlich erscheinen sie dann auch manchmal selber und manchmal vielleicht auch nicht gerade im guten Licht und man weiß auch nicht, woher kriegt sie denn ihre ganzen Insider-Informationen. Auf alle Fälle ist sie immer ganz nah am Puls der Zeit. Und ich weiß bis heute noch nicht, wer es gewesen ist. Natürlich hat man so seine Vermutungen, aber ich muss sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich habe gerade noch vorne schon entdeckt. Schon wieder hängen geblieben? Nee, ich habe entdeckt, dass da noch eine Anmerkung der Autorin, Vorbemerkung der Autorin zu dem Buch ist, dass ein Historiker ihr doch eine Widmung in sein neuestes Buch reingeschrieben hat. Deswegen widmet sie ihm das jetzt, ja. Ich habe ja irgendwann mal eine Biografie über Barbara Cartwright. Autobiografie. Ja, die Autobiografie, natürlich dann noch schöner, als überhaupt alles sehr schön war bei ihr. Aber das war eine richtig ausgebuffte Geschäftsfrau, das kann ich euch sagen. So, Barbara Cartwright, Rosen der Liebe, habe ich gelesen. Und ich muss sagen, ich war am Anfang nicht ganz so glücklich. Ich kam auch schwer rein in das Buch, aber dann irgendwann hatte es mich am Haken, weil sowas habe ich noch nicht gelesen. Und ich merke das immer ganz schnell, weil dann geht es nämlich, Mama, hörst du mal gerade? Kannst du mal gerade hören? Hast du das schon mal gehört? Ja. Kannst du dir vorstellen, so ein Plot bei Barbara Cartland. Dieses Mal geht es um Spione. Es wird sogar brutal. Also da kommen durchaus Leute zu Schaden. Es geht halt um... Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie denn? Odella. Odella ist... Den habe ich noch nie gehört. Odella, ja. Odella ist die Tochter des Pfarrers. Er ist gerade unterwegs, ihr lieber Herr Vater. Und dann kommt ein Zirkus in die Stadt. Und ihre Bedienstete möchte da unbedingt hin. Und sie ist dann so frei und sagt, ach komm, dann gehen wir doch dahin. Und sie gehen dann halt zu der Wahrsagerin. Und dann hört sie und sie selber... ist als Pfarrerstochter, sowas habe ich noch nie gehört, auch immer die Wahrsagerin auf den Basaren, habe ich noch nie gehört, dass ja, eine Pfarrerstochter Wahrsagen macht und das in der Regency. Aber egal, das war der erste Punkt, wo ich gedacht habe, okay, was ist das für ein Buch? So, und sie sitzen jetzt halt bei dieser Wahrsagerin und ja, und der da hört genau, wie die Wahrsagerin den Leuten Informationen aus dem Mund zieht, sozusagen. Sie liegen gerade im Krieg mit Frankreich und sie holt von den Leuten, von den Matrosen, die da bei ihr sitzen, weil die zahlen auch nur den halben Preis, weil patriotische Liebe zum Vaterland, ihr wisst es, die müssen jetzt in den Krieg, sollen sie doch vorher noch die, in die Wahrsagekugel geguckt haben. So, und wenn die Jungs da dann sitzen, zieht sie ihnen die Informationen raus, auch wenn sie die eigentlich nicht preisgeben dürfen, aber damit sie dann Schutzzauber wirken kann und so weiter, kriegt sie raus, wann welches Schiff halt ausläuft.
Ein böses Spiel. Ja, und zeitgleich, und sie denkt, oh, Spione. Oh, so, und zeitgleich, ungefähr zeitgleich, also ein bisschen vorab, treffen wir halt also auf den Marquis. Warte mal, was war das? Marquis von Midhurst. Und der Marquis ist sehr bekannt für seinen hellen Grips. Und ja, jetzt bekommt er den Auftrag, genau in diese Gemeinde halt zu fahren, weil dort Schiffe auslaufen. Und die werden gleich, wenn sie auslaufen, letztlich versenkt von den Franzosen. Also die kommen doch nicht mal irgendwo wirklich aufs offene Meer weit raus. Sie werden sofort überrannt und ja, umgebracht. Also unfaire Kriegsführung, könnte man so sagen. Und sie wissen nicht, woran es liegen könnte, dass sie diese Informationen erhalten und die Franzosen halt ganz schnell die Engländer platt machen können. Also bricht er auf und ihr könnt es euch denken. Sie geht dann zu demjenigen, der den Bezirk leitet und ja, sagt, Spionin, ich habe eine Spionin entdeckt. Und der Marquis of Midhurst ist da und hört sich das von ihr an. Und kommt dann auf eine Idee, wie wenn das Odella ihre patriotische Pflicht tun soll und soll jetzt herausfinden, wer an wen die Spionin die Informationen denn so weitergibt. Und so gerät ein armes Pfarrtöchterchen schnell in Lebensgefahr. Ja, ein interessanter Plot, den ich nicht von Barbara Cartland erwartet hätte. Und ehrlich gesagt, war es auch... Ja, dieses Buch hätte 200, 300 Seiten mehr gebraucht. Wirklich mehr gebraucht. Es hatte einen interessanten Plot. Das hätte man ausbauen können. Ich hätte gerne noch viel mehr Spionage gehabt. Ich hätte gerne noch viel mehr... es ging dann auch am Schluss so holterdiepolter, ne? So ganz schnell zum Schluss. Und es war einfach schade. Es hätte sich mehr entfalten sollen. So hat es mir gut gefallen. Okay, das Buch hat... 157 Seiten, es ist ein wenig viel, weil... Rosane Seiten. Rosane Seiten, klar, rosane Seiten. Und es geht dann halt auch noch nach London und ihr trefft den Prinzregenten. Also es ist viel zu viel Plot für so ein kleines Büchlein gewesen, was mega schade ist. Ich hätte so gerne noch viel, viel mehr Zeit mit Odella verbracht. Nicht wegen ihr als Charakter, sondern einfach, weil ich die Idee interessant fand. Und... das ist so wie so eine Blume, die hätte aufgehen können, aber sie ist nicht aufgegangen. Wisst ihr, eine wunderschöne Blume, die hätte aufgehen können, aber sie geht irgendwie nicht auf. So in der Richtung kam es mir vor. Es kriegt trotzdem 4 Sterne, weil es mich wieder mal bestens amüsiert und unterhalten hat. Ich habe es heute Nacht um 5 Uhr dann zu Ende gelesen und ich muss sagen, es hat mir gefallen. Und damit schließt das Ende der Lesewoche. Und wie gesagt, ich hatte wie viele Bücher, die gut waren? 2-mal Kloster, 1-mal Wundersame Weihnachtshotel und ich hatte Cartland. Ja, das müsste es gewesen sein. Und damit hatte ich 4 gute Bücher, die 5 und 4 Sterne bekommen haben, gegen ein Buch, das ich nicht mochte. Und das, finde ich, ist eine verdammt gute Lesewoche. Nicht nur, dass es inhaltlich sehr viel war. Obwohl hier, das war ein 150 Seiten Buch. Die Nonne ist auch nicht mehr. 142 Seiten pro Fall. Also, komm, du hast die ganze Zeit da gekichert und hast dich gefreut. Nein, ich meine jetzt, ist also nicht, von daher, ich finde die Ich meine Zeit, jetzt von der Menge her. Ja. Ich meine jetzt, die Menge ist jetzt nicht so viel. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh Gott, sie hat 4 Bücher und ein mieses Buch, also insgesamt 5 Bücher gelesen. Erstens bin ich schon mit dem einen Buch fast bis zum Ende reingestartet und das andere waren 142 Seiten Bücher. Ich glaube, das einzige lange war jetzt das wunderbare Weihnachtshotel. Ich glaube, das ist angegeben mit 400 Seiten. Ich habe es ja als E-Book gehabt. Also, hier hast du dich jedenfalls köstlich amüsiert. Also ich habe es auch nicht verstanden, warum sie sich das nicht sofort genommen hat. Ja, und genauso, deine... wie ich mich verstehen konnte, wie ich auf die Idee kommen konnte, zu sagen, Sina, willst du das nicht lesen? Ich finde, du hattest eine durchwachsene Leserunde. Das fandest du gut und du fandest Dauer House gut. Und du hattest, ja, 2 nicht so geile Bücher. Eingespaltenes Verhältnis zu Jackie Dupont. Und du hattest Der Vampir im Schottenrock, der zu sexlastig. Ein bisschen geflappt ist. Ja.
Also zwei Bücher, mit denen sie nicht so zufrieden war und zwei Bücher, mit denen sie ganz gut zufrieden war, wobei eins richtig gut war. Also ja, und das eine, das richtig gut ist, das gleicht die andere noch mit aus, so empfinde ich das halt immer. So, eine durchwachsene Lesewoche zu einer sehr guten Lesewoche. So, und dann wollen wir mal gucken, was wir nächste Woche für euch haben. Wie ihr wisst, morgen, wenn alles gut geht, seht ihr meine Tante zum ersten Mal vor der Kamera. Und wir wünschen euch jetzt einen wunderschönen Abend, Tag, was auch immer vor euch liegt. Kommt gut in die nächste Lesewoche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis dann.